Ich wünsche euch, dass ihr auf jeden Fall nicht absteigt. Und ein Moinsen zum Vorbericht gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und wenn die Eintracht aus Frankfurt kommt oder wir bei der Eintracht spielen, egal wie, zum dritten Mal jetzt, glaube ich, ne, ist der gute Benny am Start. Moin. Hi. Wie immer, der Frankfurt-Experte auf dem Kanal. Ich glaube, es ist wirklich schon mittlerweile das dritte. Das Auswärtsspiel haben wir gemacht diese Saison. Und letzte Saison haben wir, glaube ich, eins mitgenommen. Genau, Genau. wir fangen. Getroffen. Stimmt, stimmt. Stimmt, da waren auch Zuschauer möglich. Stimmt, das war geil. Das war gut für euch natürlich nicht, Last-Minute-Gegentreffer. Aber das war schön mal wieder, weil so jetzt auch mit Studium, wir sind auch alle in aller Welt irgendwo. Das war echt eine geile Aktion. Wir nehmen es ja am Montagabend auf, nur damit ihr es wisst, das Video kommt am Mittwochabend für euch. Ich mache mal unsere erstmal. Die sind ja am bekanntesten, würde ich mal sagen, bei den Zuschauern. Kämpfer mal abgegeben. 500.000 haben wir bekommen für den. Sparen uns natürlich Gehalt ein, der geht zu Hertha BSC, ist auch schon da, genauso wie Al-Ghadoui. Transfermarkt schreibt hier 70.000, also für den haben wir quasi nichts bekommen. Der geht ist nach Zypern, auch direkt schon getroffen in seinem Spiel. Clement ausgeliehen nach Paderborn, einfach nur Halbjahresleihe, keine Kaufoption, kein gar nichts. Ich wüsste auch nichts von der Leihgebühr, steht nichts drin. Und noch unwichtiger, doof gesagt, Cissé, 1,5 Jahre, auch ohne Kaufoption, nach Polen, nach Krakau zum Kuba Plaschikowski-Verein. Ausgeliehen und eben noch ganz frisch geholt. Jetzt hier den Thiago Tomás aus Portugal, Sporting. Haben wir noch zwei, drei andere Gerüchte gehabt aus Portugal. Ich habe das Gefühl, der hat langsam Frankreich abgegrast und geht jetzt nach Portugal, der ein bisschen hat. 19 Jahre der Kollege, Mittelstürmer. Habe ich schon im Podcast angesprochen, jetzt mache ich es hier ein bisschen kürzer. Typus González, Mentalität stiftet Unruhe vorne drin, aber eben auch Typus González. Bisschen Passschwäche, bisschen Abschlussschwäche. Aber solange der am Ende des Tages dann 10 Hütten für Galatisch vorlegt, kann es uns auch egal sein, der kommt für 1,5 Jahre. Das heißt, 2023 im Sommer läuft das Ding aus bei ihm. 500.000 zahlen wir für die Leihe. Dann haben wir eine Kaufoption von 14 Millionen. Also das muss sich schon lohnen, dass wir die in 1,5 Jahren ziehen, wenn wir es überhaupt auch finanziell dann können. Ne? Aber der wird sich dann schon lohnen müssen. Frankfurt noch ein bisschen weniger gewesen. Ihr habt Blanco abgegeben an Barcelona B für 500.000. Der kam ja eigentlich als großes Talent aus Spanien vor der Saison. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, das war so ein relativ großes Missverständnis. Also er wurde damals groß angekündigt als unser Sancho oder halt wirklich halt das große Talent, was halt, obwohl er halt noch sehr jung war, bei uns dann durchstarten wird und dann und auch in der ersten Mannschaft spielen soll. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. Also der hat halt in der U19 gespielt und halt war aber nie im Kader und scheint halt auch so zu sein, dass ihm halt Versprechen gemacht wurden, die halt dann nicht eingehalten wurden. Also, dass er halt dann spielen kann bei uns und er war auch nicht in Europa die Kader und so. Ja, okay. Und das ist halt das Problem, wurde halt noch verpflichtet von der alten sportlichen Führung, also von Bobic und von Winter. Und ja, Glasner hatte keine Verwendung für ihn in der Mannschaft. Er scheint, war wohl nicht gut genug halt, um in der Bundesliga direkt durchzustarten. Und ja, das Missverständnis hat man dann jetzt halt beendet und er ist jetzt bei Barcelona in der zweiten Mannschaft und hat da auch schon, glaube ich, gespielt. Also ich denke, der wird da schon ganz gut, also das ist schon eigentlich ein ganz guter Spieler, aber war halt bei uns leider verschwendet auf der Tribüne. Der macht das einen Umweg über Barca. Barca B ist ja auch eine riesen Talentschmiede. Wir haben es ähnlich mit Maffeo, der hat ja auch in der Bundesliga überhaupt nicht eingeschlagen. Wurde jetzt gefühlt schon 5-mal ausgeliehen nach Spanien, bei dem lief es jedes Mal per Laie. Vielleicht ist auch so ein Spielertypus, der halt einfach auch in Spanien sein soll, einfach da spielen muss, damit es halt läuft. Und ich meine, ihr habt auch Mini-Plus gemacht. Ich glaube, der kam ja auch ablösefrei im Sommer. Jetzt habt ihr dann scheinbar für, laut Transfermarkt, für 1,5 Millionen verkauft nach Barca. Aber das sind nicht der Rede wert. Für uns vielleicht schon, für die Frankfurter nicht, merke ich mir. Younes halt er losgeworden. Die steht halt irgendwas von Leihende, weil er ist eigentlich noch von Napoli. Kannst du mir sagen, wo genau der hin ist? Auch irgendwas Exotisches, ne? Der spielt jetzt in Saudi-Arabien. Oh. Schön. Also ein großer Karriereschritt. Ja, das, also der war ja schon seit Oktober suspendiert. Also der hat ja diese Saison für uns einmal gespielt. Das war, glaube ich, im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Mannheim, wo wir ausgeschieden sind. Und danach sollte er dann im Sommer schon wechseln. Das hat sich dann zerschlagen, weil er sich anscheinend in den letzten Sekunden dann überlegt hat, ach, ich will doch nicht wechseln. Ich glaube, der hat da halt sehr viel Porzellan zerschlagen und wurde deshalb dann auch suspendiert, war dann halt nicht mehr bei der Mannschaft.
Und ja, jetzt hat man halt das Kapitel auch endlich beendet. Ja, also zwei Dinge von der Liste gestrichen mit Blanco und Younes so ein bisschen. Geholt habt ihr einen, also gut, Transfermarkt schreibt mir hier noch auf, dass er noch einen aus der 19 hochgeholt hat, den lasse ich mal bleiben. Aber ihr habt Ansgar Knauf geholt. Der ist auch, glaube ich, 1,5 Jahre Leihe, ne? Habt ihr eine Kaufoption für den am Ende? Leider sieht es nicht so aus, dass wir eine Mhm. Kaufoption für den haben. Das ist auch der Punkt, wo dann halt die Fans auch sagen, ja, sich nicht so sicher, was uns der Transfer so bringt, weil wenn er dann am Ende bei uns gut spielt, dann kriegt Dortmund ihn wieder zurück und kann ihn dann entweder bei sich einsetzen oder halt weiterverkaufen. Ne? Und wir haben dann halt nichts davon. Aber gut, ich meine, wahrscheinlich hätte man ihn sonst nicht bekommen. Ja. Und es ist halt eine Position, die für uns ohne Ende Probleme macht. Weil die rechte Seite, da haben wir vier Spieler für diesen Schienenposition, also rechts außen halt. Da hatten wir vorher Touré, Da Costa, Durm und Chandler. Oh, Ding ist auch noch schön. Ja, und alle vier zeichnen sich dadurch aus, dass sie, ich würde nicht sagen, nicht Bundesliga-tauglich sind, aber unterdurchschnittliche Bundesligaspieler sind. Und Glasner hat jedem eine Chance gegeben und es macht halt keinen Sinn, alle zwei Spiele wieder neuen Spieler auf die Position zu stellen und dann den anderen wieder auf die Bank oder sogar auf die Tribüne zu setzen. Ja. Deswegen haben wir halt den Knauf geholt, der halt auch von sich selbst sagt, er kann diese Schienenposition auch spielen, auch wenn er eigentlich eher ein Offensivspieler ist. Ja, hoffen wir, dass bei uns auf der rechten Seite halt ein bisschen Schwung auch nach vorne bringt, weil wir haben ja links Kostic und Ja. der bespielt es ja halt richtig gut offensiv. Aber rechts war halt da eher so eine Leerstelle offensiv. Ne? Ja. Ja, da habt ihr dann, da wird er auch zu Einsätzen kommen bei euch. Ich habe auch Auf gelesen, jeden dass Fall. das Gerüchte gab, dass Da Costa zu Berlin geht. Das hat sich dann auch zerschlagen, vielleicht ja im Sommer. Und Kostic habt ihr ja auch recht sicher noch bei euch. Ne? War ja auch immer Abgangsgerüchte, vor allem im Sommer gewesen, aber da haben sie jetzt ja Gosens geholt auf links. Das hat auch uns betroffen, weil auch Inter auch an Sosa angebaggert hatte scheinbar. Die haben ihre Position jetzt gefüllt. Das heißt, mit dem könnt ihr auch ein bisschen länger planen mit Kostic. Ja, da will man wohl anscheinend auch versuchen, den Vertrag zu verlängern. Ob es klappt, mal gucken. Also das ist halt schwierig. In Corona Ja. weiß man auch nicht, wie lange, also wie viel kann man den Spieler geben, wie lange geht diese Scheißkrise noch, wie viele Zuschauereinnahmen wird man haben. Ja, das ist halt alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja, aber man hat es wieder lieb. Da gab es ja auch eine Krisenkausa im Sommer vor allem. Im nächsten Sommer kommt dann jemand zu euch, habe ich auch vorhin schon angesprochen. Kolo Muani aus der französischen Liga, auch ablösefrei im Sommer. Ich kenne jetzt persönlich nicht krass, mir sagt genau was, aber was ich schon online gelesen habe, das scheint ein ziemlicher Coup zu sein, den er ablösefrei zu bekommen im Sommer. Ja, also da haben anscheinend verschiedene Vereine auch ganz große Namen dran gebaggert. Also anscheinend PSG hat an ihm gebaggert und Dortmund war wohl mal interessiert. Freiburg hat versucht, uns reinzugrätschen. Also da gab es ganz viele Interessenten für den, weil halt auch ablösefrei ist. Und der soll halt bei uns so ein bisschen die Lücke im Sturm, die es immer noch gibt, halt füllen, aber leider halt noch nicht im Winter. Weil Nantes, wo er herkommt, die wollen den nicht gehen lassen und Ja. die sind auch anscheinend persönlich von der Eintracht irgendwie nicht so angetan, weil wir ihnen jetzt ihren Ja, Starstürmer klar. ablösefrei abnehmen. Ja, also das ist halt ein Vorgriff auf den Sommer und wir haben, also es ist noch nicht offiziell verkündet, aber es scheint wohl so zu sein, dass es durch ist. Also, es gibt auch noch zwei andere Transfers, die auch schon durch sind, auch noch nicht verkündet sind. Also es ist halt so ein bisschen so komisch, so, Ja. die Ich glaube, einer dicht. Defensive, ne? Auch irgendwie ein Genau, Kroate wir oder haben sowas in die Richtung. einen Defensivspieler, Innenverteidiger, Smolcic heißt er. Und dann noch einen Linksaußen in Ali Du vom HSV. Ah, Der stimmt. soll auch im Sommer halt kommen. Ja, also auch Top-Talente für den Sommer gesichert. Sonst hätten wir es, ja, Leverkusen hat es ja hinbekommen. Da hieß es zuerst, wir holen den Kollegen aus Zenit im Sommer. Jetzt kommt er ja schon im Winter fix. Aber dann habt ihr wirklich auch vorne ein bisschen Problemchen. Ne? Ich kriege immer wieder von diesem Lammers-Hate vor allem mit. Ich weiß nicht, wie gut Gott, wie heißt der andere? Fällt der Name nicht ein gerade. Boré, jetzt. Wie gut siehst du dich oder seht ihr eure Eintracht da vorne aufgestellt gerade? Also, Basti Red würde jetzt sagen, wir brauchen einen Stürmer und wir haben jetzt keinen geholt, also haben wir die Saison abgeschenkt. Also, es ist halt so,
wir hatten halt diese Lücke mit Silber und wirklich schließen konnte man die nicht, so wirklich, weil Silva war halt ein sehr kopfballstarker Spieler und ein richtig guter Strafraumstürmer. Und das ist Boré halt nicht. Boré ist aber trotzdem extrem wertvoll, ein extrem guter Spieler, weil der geht richtig so auf die Gegenspieler, geht dran und kämpft und der arbeitet für die Mannschaft und der bewegt sich viel. Und das ist halt ist kein Strafraumstürmer, aber halt trotzdem ein wichtiger Spieler für uns. Ja. Hat jetzt gegen Dortmund dieses Jahr auch schon zweimal getroffen, hat einen Doppelpack gemacht, seinen ersten für uns. Aber er ist halt nicht so die Marke Silva, was absolute Knipserqualitäten Naja, angeht. das heißt, ja, könnte fast so ein bisschen auch so unser Thomas werden, der von Sporting, auch so vom Spielertypus her. Und ich weiß noch, dass Boré, glaube ich, der Typ war mit dem Abschluss, der, was quasi das Last-Minute-Tor gewesen wäre, mit dem Lattentreffer und dann von ihnen weggerollt. Ja, der Also, Lattentreffer, der alle bei uns im Stadion sehr enttäuscht hat. hilf Gott, ey, da ist mir das Herz komplett in die Hose gerutscht. Also, das war krank. War so komplett euphorisiert von diesem 1 zu 1 und 2 Minuten später kommt so eine Aktion. Aber da sind wir ja schon bei der Saison, ne? Das heißt, auf Platz 9 aktuell, 3 Punkte weg von Europa, also halt von Platz 7 und Platz 6, glaube ich, sind beide gerade punktgleich. Wir auf Platz 17, direkter Abstiegsplatz. Da grüßt sich schön von. 1 Punkt hinter Platz 16, 3 hinter Platz 15. Und auch ganz interessant für das Spiel finde ich jetzt hier, ich schaue da selten drauf, weil es selten irgendwas sagt, aber Heim- und Auswärtstabelle. Wir sind Heimtabelle Platz 15 und wir sind in der Auswärtstabelle auf Platz 5 sogar. Also auswärts stärker als heimstärker, wenn ich das alles so richtig interpretiere. Letzte 5 Spiele bei euch liefen aber auch nicht so dufte, ne? Ich lese hier 2 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen und die 2 Siege waren quasi die ersten der letzten 5 Spiele. Das heißt, die letzten 3 Spiele gab es keinen Sieg und eben auch diese Pleite gegen Bielefeld zu Hause. Ja, also ist ja ganz interessant, weil das ist ja eine Parallele zwischen unseren beiden Vereinen, weil sowohl die Eintracht als auch der VfB haben im Jahr 2022 bisher einen Punkt geholt. Ja. Ihr habt euren Punkt gegen Fürth geholt, wir haben unseren Punkt gegen Augsburg geholt und es gab 2 Niederlagen. Immerhin haben wir schon Tore geschossen. Immerhin, ja. Ja. Also vor der Winterpause lief es sehr gut. Da haben wir eigentlich fast alle Spiele dann gewonnen. Nur halt jetzt, also dieser Break hat uns irgendwie nicht so gut getan. Wir hatten dann auch ein paar Probleme mit Corona-Fällen. Also zum Beispiel bei dem Spiel gegen Augsburg waren ja Kostic und Trapp draußen. Und halt dieses Spiel gegen Dortmund, das Ja. am ersten Rückrunde, das war halt schon ein harter Schlag, da 2:0 zu führen, dann am Ende doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen. Ja, also es ist durchwachsen und ich würde sagen, wir haben 2 Problemstellen bei uns. Erstens vorne die Abschlussschwäche. Also wir haben schon Tore geschossen, wie Ja. gesagt, aber wir haben halt nur, also in den letzten 3 Spielen insgesamt 3 Tore geschossen und wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu schießen. Wir verschwenden zu viele Chancen aktuell. Auch weil zum Beispiel Lindström, der ja vor der Winterpause sehr gut in Form war und auch mehrere Tore gemacht hat, hat zuletzt halt nicht getroffen. Das kann bei einem jungen Spieler mal passieren, Ja. ne? Aber das ist halt ein Problem. Und das zweite Problem, was leider seit dem Dortmund-Spiel so ist, wir kassieren zu viele Tore und zu einfache Tore vor allen Dingen. Also die Defensive ist irgendwie instabil geworden. Vor der Winterpause, im letzten Spiel gegen Mainz, da hat es super geklappt, da stand es wirklich sehr stabil. Aber jetzt zuletzt halt gerade gegen Bielefeld und gegen Augsburg hat man sich einfach zu einfach Tore gefangen und in den 3 Spielen schon 6 Stück insgesamt. Und ja, so gewinnst du halt dann keine Spiele, ne? Ja. Also Abwehr und Abschlussschwäche, das ist unser Problem momentan. Ja, das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass da vorne vielleicht was geht, weil gut, wir wissen es eh, ich wiederhole es trotzdem, letzte 5 Spiele, 4 Niederlagen, ein Unentschieden und das war das grandiose 0 zu 0 in Fürth, was, ja, das ist auch kein Punkt Erfolg gewesen oder nichts, das, ja, nicht schön für die Statistik, kannst eigentlich gefühlt 5 Niederlagen sagen, weil in Fürth musst du gewinnen, gerade in unserer Situation musst du in Fürth gewinnen. Und halt auch keine Tore gemacht, ne? Wir haben in Wolfsburg 2-0 gewonnen, danach war es das. Bayern, Köln und so weiter und so fort, keine Hütten gemacht. Möglichkeiten waren teilweise da, vor allem gegen Leipzig waren sie da, auch in Fürth waren sie da, aber da ist halt keinen, der gerade irgendwie halbwegs im Saft steht. Weil wenn Kalajdzic letzte Saison macht in Fürth auf jeden Fall eins, macht vielleicht auch gegen Leipzig eins, aber das läuft halt nicht zusammen. Immerhin, das Gute ist, es sind
mehr oder minder alle wieder da. Also klar, die haben alle noch ein bisschen ihre Defizite. Wir waren jetzt im Trainingslager in Marbella am Start. Da haben sie gut gearbeitet. Testspiel war auch nicht, ne, nicht ansehnlich, aber da kann es eh nichts drauf geben auf die Spiele. Aber sie haben gut gearbeitet. Fitness war wieder ein bisschen hochgeholt, weil du hast oft gemerkt, gerade bei Kalajdzic, gerade bei anderen Spielern, die verletzt sind, aber eben oder verletzt waren, lange verletzt waren, Corona-Infektionen hatten oder sowas und in der Startelf standen, auch Dinos, ab der 70. oder so ist die Puste raus, aber mal komplett. Also irgendwann gegen Ende gibt man sich auf, auch in Freiburg letztes Spiel. Das war über weite Strecken der ersten Halbzeit okay. Gut, die Elfer-Szene spreche ich hier nicht an, ist darauf wieder zu lange. Das Thema ist abgegrast worden, schon oft genug von uns VfB-Fans. Aber gerade in der zweiten Hälfte kam gar nichts mehr. Die waren tot, die haben sich einfach ihrem Schicksal ergeben, dann verlierst du halt noch 2:0. Ich hoffe, dass uns diese Pause ein bisschen geholfen hat. Mal gucken, ob dieser Tomasch direkt ran darf. Also ich tippe mal schon, dass er auf der Bank sitzt, ob er spielt. Ist die andere Frage. Bei euch muss man auch sagen, Europa League lief. Ihr seid immer noch drin in der Euro League. Und bei Ja. euch, das musst du mir jetzt erklären, dieses Europa League-System, weil ihr spielt ja die nächste Runde jetzt nicht, ne? Ihr überspringt ja quasi, weil ihr Gruppensieger seid. Genau, das ist diese Saison neu. Also vorher war es ja so, jeder musste halt in der Europa League in die Zwischenrunde gehen. Aber diese Saison ist es ja ab jetzt so, dass die Gruppenersten sind direkt qualifiziert. Und dann die Gruppenzweiten, die müssen dann in die Zwischenrunde gehen und da dann gegen die Mannschaften spielen, die aus der Champions League absteigen in die Europa League. Okay. Also hat es wirklich mal einen großen Vorteil gehabt, mal Gruppenerster zu werden. Das hat sich wirklich gelohnt, weil man halt sich diese beiden Spiele und damit halt auch die englischen Wochen sparen kann. Ne? Ja, bleiben wir beim Thema Euroleague und machen Prognose-Restsaison, nenne ich es einfach mal. Glaubst du, dass die Eintracht aus Frankfurt auch nächstes Jahr europäisch spielt? Also das nimmt den 7. Platz und Conference League mit rein. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil diese Saison ist irgendwie so komisch, weil halt erstens die Zuschauer fehlen, man weiß halt noch nicht, wann sie zurückkommen und das halt auch immer ein Faktor ist, gerade für die Eintracht mit unseren Fans, ne? Und auch weil halt es verschiedene Mannschaften gibt, die jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder Leipzig auch, die jetzt eher underperformed haben diese Saison bisher, wo man halt nicht weiß, was machen die in der Rückrunde, ne? Und es gibt dann andere Mannschaften wie Freiburg und Union, die man vielleicht nicht so weit oben erwartet hätte, ne? Ist es halt so, also wir haben halt jetzt immerhin diese Problemstelle rechts, hoffentlich mit dem Knauf so ein bisschen gefixt. Jo. Aber dass wir halt, das Wichtige wäre halt jetzt, dass die Abwehr steht und dass wir halt vorne wieder Tore schießen. Und gerade vorne, das ist halt nur so eine Sache, weil, wie gesagt, wir haben halt keinen Silva-Ersatz, der wirklich halt so zündet wie Silva damals. Ich würd sagen, über die Liga wird es sehr, sehr schwer, weit oben zu landen, aber es ist halt möglich, weil halt, wie gesagt, andere Vereine wie Leipzig, Wolfsburg schwächeln. Aber wenn du jetzt eine konkrete Platzierung von mir willst, würde ich jetzt mal so, so einen groben Bereich geben, also vielleicht so Rang 6 bis 9 Ja. sollte drin sein, ja. Ja, da würde ich auch mitgehen. Dann ist halt die Frage, wie viel ja, Spielglück und Saison und Verlauf und sowas, wie viel Glück ihr da habt. Hatte ja auch ein bisschen, klar, war auch Unvermögen dabei, aber am Ende des Tages einfach Pech, wenn man dann aus den Champions League-Plätzen rausrutscht und sowas zum Beispiel. Da ist dann die Frage, kommt er rein? Wird es der sechste, siebte Platz oder wird es dann doch um einen Punkt der achte oder sowas? Aber ich glaube auch, dass es ja, nicht dermaßen tiefer wird als das und dass er da irgendwo im Mittelfeld bis europäisch halt landet, weil ist echt die Frage, was machen Leipzig und Co. Ich würde das Wolfsburg, Gladbach gehören eigentlich auch da hoch, aber so wie die da strugglen, nehme ich die in meine Abstiegskampfprognose lieber mit auf als in den Europa League-Prognose. Was sagst du? Du bist immer sehr positiv, wenn ich schreibe über den VfB. Sagst du, der VfB bleibt drin? Ich würde sagen, ja. Also ich denke, Kalajdzic wird seine Zeit brauchen, um wieder richtig reinzukommen. Aber wenn er reinkommt, dann wird er wieder zünden. Und da habt ihr einfach einen Stürmer, der einfach garantiert Tore liefert. Hat er jetzt in den letzten Spielen noch nicht gemacht, aber wie gesagt, er war halt auch lange verletzt. Und was weiß ich, wenn er dann ab Spieltag 25 zündet, dann reicht es ja locker aus, dass ihr dann noch die restlichen Spieltage nochmal Punkte holt. Und drin bleibt. Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass der VfB sehr gute Chancen hat. Ja, Silas kommt ja auch noch dazu, der jetzt langsam in Richtung Startelf tuckert quasi. Marmoush kommt zurück vom Afrika Cup.
ist jetzt im Halbfinale mit Ägypten noch in dieser Woche. Ich weiß gar nicht genau wann, aber diese Woche ist der Afrika dann auch durch. Tomasch kommt dazu, ist vielleicht nicht der Goalgetter, aber halt irgendwer, auf den man sich halt einfach freut. Die VfB-Timeline geht komplett steil mit dem Typen, auch seine geilen Bilder mit irgendwelchen Feiern bei Sporting, mit Bier in der Hand und so. Das ist einfach irgendwer, an dem du dich festkrallen kannst und Bock haben auf diese Spiele gerade, weil sonst hast du es halt nicht großartig. Wenn du 5 Spiele am Stück kein Tor feierst, dann wird es halt schwierig. Aber ich meine auch, dass unser Kader, hilft zwar nichts, dieser Spruch, aber unser Kader ist eigentlich zu gut dafür. Wir haben es gesehen, es ist so, wie gut wir spielen können. Klar, da fehlen Leute, da fehlt ein Castro, Gonzales, Kobel, die drei vor allem fehlen. Aber du wirst es doch wohl bitte packen. Fürth auf jeden Fall, aber dann auch von mir aus Bielefeld, Augsburg auch ganz böse dran. Auch Berlin ist noch nicht durch, Bochum ist auch nicht durch. Gladbach, Wolfsburg ist auch das Thema. Eigentlich Kader zu gut, aber gerade Wolfsburg ist irgendwie immer wieder gut für so eine komische Relegationsplatz-Saison. Die waren ja auch immer 2 Saisons am Stück auf Platz 16. Die sind eigentlich mal wieder gut für sowas. Gladbach auch, da ist komplett Land unter, auch mit der Eberl-Thematik, da ist ja gerade komplett alles kaputt. Jetzt Zakaria abgegeben an Juve noch kurz vor Deadline-Schluss. Die sind alle gefährlich da unten. Es gibt genügend, wir sind noch nicht dermaßen weg. Wie gesagt, ein Punkt auf Platz 16, 3 auf Platz 15. Ich sehe es auch, dass wir drin bleiben. Wird nicht grandios Platz 11, sondern halt irgendwie Platz 15. Das ist mir am Ende des Tages dann auch ziemlich egal. Finde es auch immer halt gefährlich, wenn man zu lange so vielleicht so relativ weit oben steht, also vielleicht so auf Platz 12 oder 13 oder sowas, dann kann man immer am Ende nochmal abrutschen. Aber ihr seid jetzt schon Ja. weit unten, halt noch sehr früh in der Rückrunde. Und deswegen denke ich auch, dass ihr dann halt diesen Abstiegskampf dann auch annehmt und da auch rauskommt. Deswegen, also das denke ich, das würde euch am Ende eher helfen, dass ihr seit jetzt in dem Moment so weit Ja, unten seid. das ist die große Hoffnung, weil das Team kennt ja auch noch keinen Abstiegskampf. Das Team ist so zusammengestellt worden, ist aufgestiegen, war auch nicht schön, aber sind aufgestiegen, erfolgreich gewesen, direkt Neunter geworden. Die kennen das ja alle, diese Situation kennen die da unten nicht. Aber ich hoffe mal, gerade durch das Trainingslager jetzt vielleicht, dass die es langsam geblickt haben. Wir hatten ja auch unsere Thematiken, Förster und so Kollegen, die einfach mal komplett außen vor waren, weil sie einfach nicht geliefert haben, weil sie nicht gerafft haben, was es geht. Und da habe ich schon eine große Hoffnung, dass sie es mittlerweile dann getan haben. Auch getan haben, schlechter Übergang, ich mache ihn trotzdem. Thema Stadion ist jetzt mit RB, ich glaube Dortmund auch heute und auch Köln, ich glaube die 13 bisher sind alle vor Gericht gegangen. Zum Thema Stadion und wie viele Zuschauer rein dürfen. Bei uns dürfen am Samstag wieder 6.000 rein, ist die neue Verordnung unter 2G plus. Wie gesagt, ihr kriegt das Video am Mittwoch, das heißt morgen früh, Dienstag früh, für mich jetzt morgen früh, versuche ich irgendwie ranzukommen, dann kriegt man einen Stadionvlog oder halt nicht, weil wir haben ja auch 27.500 Dauerkartenbesitzer oder sowas und nur 6.000 Karten. Mal gucken, wie groß der Ansturm wird. Und da ist halt echt die Frage, wer spielt für wen den Aufbaugegner? Ne? Ich glaube, wir können es beide ganz gut. Unsere Clubs können es traditionell sehr schön. Die Frage, wer es halt für wen macht, weil wir kommen beide aus schlechten Phasen raus, zumindest ergebnismäßig. Bei uns ist es noch mal tiefer, würde ich sagen, Platz 17 und kein Tor und nichts. Ich bin aber tatsächlich recht positiv. Ich habe irgendwie gerade so ein Feeling wie vor dem Mainz-Heimspiel. Wir haben auch dann mit Kampf 2:1 gewonnen. Da kam es gute Feeling auch daher, dass du halt eine Woche davor in Dortmund sehr gut aufgetreten bist. Jetzt gibt mir das Feeling halt, ne, Transfer, Trainingslager und so weiter. Das gibt mir jetzt kein, das Freiburg-Spiel ist nicht ausschlaggebend, dass ich jetzt glaube, dass wir gegen Frankfurt gewinnen, nie im Leben. Aber ich habe tatsächlich ein recht gutes Gefühl und wird irgendwie, weil es halt auch muss, ist ja egal gegen wen. Bochum kommt demnächst, die ganzen Konkurrenten unten kommen erst noch, aber gegen die tun wir es normalerweise schwieriger. Also müssen wir eigentlich gegen so Clubs wie euch oder Leverkusen oder sowas dann in Zukunft punkten. Und ich gehe auf einen 2:1-Tipp. Jetzt darfst du gegen mich tippen. Also wie du schon gesagt hast, Aufbaugegner, das macht die Eintracht immer ganz gerne. Und auch gerade gegen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte haben wir diese Saison nicht gut ausgesehen. Also da haben wir ein paar Unentschieden geholt, vielleicht ein oder zweimal gewonnen, aber sonst halt auch oft öfters mal verloren. Ja, aber ich bin immer optimistisch. Das muss so sein. Ich sag, die Eintracht gewinnt. Aber ich gönne euch auf jeden Fall, wenn ihr mal ein Tor schießt. Deswegen sage ich 2:1 für die Eintracht. Ja, der Standard 2:1-Tipp, aber ich glaube, das passt bei uns, weil passt auch perfekt zu deiner Diagnose von euch quasi. Ne? Hinten ein bisschen Probleme, das heißt, ihr fangt euch eins, aber ja, eigentlich vorne genügend Druck und auch wir nicht defensiv perfekt. Ich würde sagen, dass unsere Defensive nicht das größte Problem ist bei uns, das ist ja klar. Die ist eigentlich recht okay, aber da ist eben auch das Thema Transfers noch mit Kempf. Gibt es so einen ab, der eigentlich Bundesliga-Niveau hat, der aber auch sonst noch auf der Bank versaut wäre? Stärkst damit Berlin, holst überhaupt gar niemanden
dahinter. Du hast jetzt noch ein Stenzel in der Hand und von mir aus ein Karasor. Das war's aber auch. Und Mafropanus ist immer wieder gut für eine dicke Verletzung, mal wieder kurz raus für 3, 4 Monate. Das ist vielleicht ein bisschen spärlich geplant für die Rückrunde. Bin ich mal gespannt. Bei euch habe ich gelesen, dass Kamada fehlt. Ist das das Einzige, was ihr am Samstag oder den ihr meinst, am Samstag vermisst? Ja, also das ist so das Größte. Also sonst sind eigentlich bei uns fast alle fit, würde ich sagen. Kamada, ja, das ist halt extrem schade, weil der halt bei uns, wir haben ja vorne unsere drei halt dann mit Boré, Lindström und Kamada eigentlich, so das ist das Trio, was dann halt die meisten offensiven Aktionen kreiert. Ja, das ist schon ein herber Verlust auf jeden Fall. Ansonsten können wir relativ aus dem Vollen schöpfen und auch Spieler wie Hauge und Lenz, die jetzt verletzt waren, die sind jetzt wieder zurück. Und auch, ich glaube, keine Corona-Fälle. Also gut, ich meine, kann natürlich noch passieren, Ja, weil die neue Trainingswoche beginnt jetzt erst wieder und die Spieler waren, glaube ich, auch, nur hatten frei, die waren auch vielleicht zu Hause oder so bei ihren Familien. Also es kann immer sein, dass Corona passiert. Aber ansonsten, ja, Kamada ist halt schon ein Verlust, aber ich denke, den können sie vielleicht halt, wenn sie vielleicht Hauge in die Startelf stellen. Das ist zwar nicht dasselbe, aber es könnte auf jeden Fall ausreichen für euch. Tippen wir beide auf 1 zu 2 und auf 2 zu 1. Am Ende wird es wieder ein Unentschieden. Wir können auch mehr oder minder aus dem Vollen schöpfen. Wie gesagt, Marmoush fehlt halt. Endo war auch auf Länderspielpause, aber es ist dem ja egal. Der wird auch eine halbe Stunde davor noch von einem anderen Spiel anreisen und direkt weiterspielen. Das ist ja komplett unnormal, was der Typ für ein Pensum abreißt. Bin mal gespannt, wie man Karten kommen. Was es dann auch für ein Erlebnis wird mit 6.000 da im Stadion. Das ist ja alles wieder ganz, ganz wild. Ich glaube aber eh, dass wir dann vermutlich fürs nächste Heimspiel gegen Bochum, was dann in 2 Wochen wäre, quasi auch schon wieder ganz andere Regeln haben werden. Mal gucken, was da vor Gericht so alles passiert. Dann würde ich sagen, cool, dass du am Start warst. War sehr, sehr interessant. Vor allem auch für die, die halt, ja, von mir die Frankfurt-Infos halt einfach nicht bekommen können. So, ich bin da nicht drin. Immer wieder sehr, sehr nice. Und dann hoffen wir am Samstag nicht, aber sonst generell, dass der Saisonverlauf auch läuft. Wäre auch geil, wenn in der Euroleague wieder so eine schöne Tour läuft, auch ohne Zuschauer, klar. Das war natürlich damals was anderes bei euch, bis ins Halbfinale mit Zuschauern, aber. Wäre ganz geil, ne? Es sind große Clubs dabei, Barca und sowas. Das wäre schon fett, wenn ihr solche Clubs mal in der Euroleague noch mitnehmen könnt. Und ich wünsche euch, dass ihr auf jeden Fall nicht absteigt, weil es wäre sehr, sehr traurig, wenn ein weiterer Traditionsverein die Bundesliga verlassen würde. Ja, durchaus. Vor allem, weil ich auch nicht glaube, dass von da unten Schalke, Bremen und sowas, die alle hochkommen. Ich glaube, einer davon kann hochschaffen. Dann ist diese zweite Liga langsam wirklich. Du hast ja auch noch Wolfsburg und Gladbach sind auch nicht aus dem Rennen. Wie gesagt, dann hast du langsam wirklich extrem, extrem große Clubs da unten hängen. Das können wir, glaube ich, so nicht wollen. Ob mit Fans oder ohne Fans, das können wir so nicht wollen. Würde ich sagen, wir sind raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.